Also. Danke, Herr Präsident, geschätzte Mitglieder auf der Regierungsbank. Herzliches Willkommen auch von meiner Seite natürlich vor allem an die neue Unterrichtsministerin. Als Bildungssprecher der Grünen freue ich mich auf die Zusammenarbeit, habe aber natürlich auch ein paar Erwartungen an Sie, Frau Ministerin. Aber ich bin sicher, wenn wir dieses Klima, das da jetzt beschworen wird und wurde in den letzten Tagen, wenn wir dieses Klima aufrechterhalten, dann haben wir eine Chance, dass wir zu besseren Ergebnissen kommen als in der Vergangenheit. Und Herr Kickl, die Grünen haben in Bezug auf diese neue Regierung, da geht es nicht um Vertrauensvorschuss, sondern da geht es um den normalen menschlichen Umgang miteinander, dass man Menschen, die neu in der Regierung sind, nicht von vornherein heruntermacht, wie das beispielsweise Ihr Parteiobmann gemacht hat. Das sind Selbstverständlichkeiten. Und so starten wir Grüne in eine Zusammenarbeit mit der Regierung, weil wir Ergebnisse wollen. Denn die Menschen wählen uns als Politikerinnen und Politiker, damit wir zu Ergebnissen kommen und nicht, dass wir hier wadelbeißend uns gegenseitig da Unmöglichkeiten formulieren. Sonst muss mir der Herr Präsident einen Ordnungsruf erteilen, dass wir uns Unmöglichkeiten an den Kopf werfen. Also, wir gehen das konstruktiv an und ich glaube, heute haben wir hier durchaus eine Debatte erlebt, die Hoffnung gibt, die mir jedenfalls als Bildungspolitiker Hoffnung gibt. Und wir sollten uns alle klar sein, dass wir hier Teil des Ganzen sind. Partei, der Karl-Heinz Töchterle kann es Ihnen bestätigen, kommt aus dem Lateinischen, pars partis. Wir sind alle nur ein Teil der Gesellschaft und wir sind aufgerufen, das Gemeinsame zu suchen. Und darum bemühen wir uns. Frau Ministerin, ich will Sie jetzt als Bildungspolitiker nicht gleich schrecken mit der To-Do-Liste, die ansteht. Aber ich weiß, und Sie wissen das sicher aus, auch diese To-Do-Liste ist groß. Die Bildungsreform, die am 17.11. vor über einem halben Jahr versprochen worden ist, als angebliche Einigung, jetzt haben wir ein halbes Jahr Suche der Regierungspartei nach dieser Einigung. Ich glaube, wir müssen jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen und das sind zumindest die Gespräche, die ich mit Teilen der ÖVP, mit Teilen der SPÖ immer wieder führen konnte. Der Wille ist ja da. Nur jetzt hier noch einmal eine Zeit vergehen zu lassen, es tut mir leid, diese Zeit haben wir nicht. Wir brauchen erste Ergebnisse und zwar vor dem Sommer, Frau Ministerin. Es gibt Bereiche aus dieser Punktation vom 17.11., die man vorziehen kann. Und ich hoffe und erwarte mir, dass wir relativ frühzeitig Gespräche führen können und dass wir uns dann darüber einigen können, was unbedingt notwendig ist. Wir brauchen keinen kompletten Neustart mehr. Die Basis, würde ich meinen, wären diese Vereinbarungen, über die wir uns dann einigen sollten, was da wirklich vereinbart worden ist. Aber da haben wir mal ein Papier und machen wir da weiter. Denken wir daran, dass wir eine Gesellschaft haben, die sich dramatisch verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Denken wir daran, dass die Schule sich eben nicht verändert hat im notwendigen Ausmaß. Und machen wir diesen New Deal. Der Herr Bundeskanzler hat es angesprochen, der Herr Vizekanzler hat es angesprochen. Ja, ein New Deal, der beste New Deal ist jener, und übrigens in den USA war es in den 30er Jahren auch so, der berücksichtigt, dass die Infrastruktur auch soziale Absicherung bedeutet. Und die beste soziale Absicherung ist eine gute Ausbildung. Das haben wir heute auch schon gehört. Wir sind gerne mit dabei. Ich wünsche Ihnen im Sinne Österreichs alles Gute dabei. Wir sind an Ihrer Seite, wenn es zu entsprechenden Reformen kommt. Und wir werden das aber in den kommenden Wochen und Monaten auch entsprechend einfordern. Dankeschön.